Sie sind hier, vergrößern, verkleinern. Nicht nur Daniel Ricciardo hat ein neues Team, Sebastian Vettel hat für diese Formel-1-Saison einen neuen Kollegen. Urheberrecht Getty Images, 15. März 2019, 10.20 Uhr München. Die Formel-1-Saison 2019 geht los und viele Fahrerpaarungen haben sich verändert, nicht nur bei Ferrari. Was hat sich sonst getan? Sport 1 hat die Übersicht. Fernando Alonso ist weg, Kimi Räikkönen kehrt zu seinen Wurzeln zurück und Sebastian Vettel hat einen neuen Teamkollegen. Das Fahrerfeld der Formel 1 wurde im Winter ordentlich durcheinander gewirbelt. Daniel Ricciardo sitzt in einem neuen Auto, Sauber heißt jetzt Alfa Romeo. Wer kehrt zurück in die Königsklasse? Wer versucht sein Glück bei einem neuen Team? Punkt. Sport 1 zeigt, mit welcher Besetzung die Teams in die Saison 2019 gehen.